Seid mal ruhig da unten jetzt, ey. Alter, die haben schon wieder was gesoffen. Hallo aus Singapur! Wir sind immer noch da! Ja, ich bin auch noch unterwegs mit euch! Also das ist eine Sache, die solltet ihr in Singapur unbedingt gesehen haben, und zwar die Hachi Lane. Das ist eigentlich eine kleine bunte Straße mit ein paar Seitengassen, alles sehr alternativ und voller Cafés und Restaurants. Und das ist ganz schön geil hier. Unser Hostel, was ihr auch haben könnt, das ist total günstig. Da kostet so eine Doppelkabine für zwei Personen 50 Euro. Und ja, ist alles super günstig hier. Auch das Bier gibt es hier für 8,50 Euro. Und aber man darf hier nirgendwo rauchen, deswegen macht es auch keinen Sinn, ein Bier zu trinken. Oh ja, genau. Auf jeden Fall lassen wir es uns jetzt erstmal hier gut gehen, in einem kleinen Restaurant. Und dann geht es schon wieder weiter. Und wir gucken uns ein bisschen Singapur an. Wir haben nämlich 3 Tage und in diesem Video erfahrt ihr, was muss ich sehen in Singapur. Denn wir glauben, es gibt so einige tolle Sachen hier. Und Leute, habt ihr Bock? Oder habt ihr Bock? Ja. Ich hab Hunger. Durst. Hunger. Hungrig und durstig. Ja, Taxifahren hier in Singapur ist überraschend günstig mit dieser App GrabCab. Wir zahlen jetzt knapp für 4 Kilometer 9 Singapur-Dollar, was ein bisschen mehr wie 7 Euro sind. Und ja, das ist auf jeden Fall günstiger, als wenn wir jetzt hier, glaube ich, mit der Bahn fahren würden. Ich weiß gar nicht. Oder zumindest nicht viel teurer. So, die Gardens by the Bay, die könnt ihr besuchen und müsst dafür keinen Eintritt bezahlen. Also wenn ihr nur draußen rumlaufen wollt, ist das frei, was schon mal sehr geil ist, aber natürlich haben wir so viel Geld übrig, dass wir ein bisschen Geld bezahlen wollen. Und nämlich 18 Euro pro Person, und dann könnt ihr hier in diese Zeppelin-Hallen reingehen und euch die vier verschiedene Klimazonen anschauen. Und hier sind wir auch schon beim ersten, und zwar Pflanzen. Vegetation. Schauen wir mal. Also ich sag euch gleich noch, ob sich das hier lohnt, denn momentan sehen wir hier einfach nur Pflanzen, was aber sehr schön ist. Ich finde eigentlich, lohnt sich da schon, oder? Ja. Es ist schön, ja, kühl hier. Gesehen, es, nee, deswegen, wir haben noch 3. Es ist schön hier, aber es ist halt Natur. Künstlich gemacht, ne? Aber es ist schön kühl, wirklich. Wir haben draußen, glaube ich, 300 Grad. Nehmt euch eine Jacke mit, okay. Ja, ja. Ich merke schon, die ersten hinter uns, die schwächeln schon und kriegen schon Schnupfen. Also hier ist wirklich schön kühl. Hier Inland, jetzt wird es noch besser. Kommen wir ins Innenland. Das hier ist jetzt der Cloud Forest. Und das sieht schon beeindruckend aus. Auf jeden Fall.
Ich habe gehört, da gibt es eine Möglichkeit, nach oben zu gehen. Und ich liebe es, mir die Aussicht von da oben anzuschauen. Oder was meinen Sie dazu? Ja. Was meinen Sie denn dazu? Ja? Ja. Ja. Wie ist das so für dich jetzt hier gewesen? Schön. Schön? Wunderschön. Okay. Für dich? Schön, nur zu teuer, aber schön. Okay, wie war das für Sie? Sehr schön. Sehr schön? Ja, es war nett, sagen wir es mal so. Es war okay, es war schön, es sieht wunderschön aus, aber muss man nicht machen, weil draußen sieht es genauso schön aus. Und wie war es für uns beide? Am Anfang war ein bisschen langweilig, aber es hat sich gesteigert. Es ist ganz nett, man kann sich das mal angucken. Also ich gebe dem Ganzen hier auch 4 von 5 Sternen. Und zwar hat mir hier halt einfach die Bar am Pool gefehlt. Und der Pool. Und der Pool. Ja, aber sonst ist okay, ja. Kann man machen. Herzlich willkommen. Auch das hier hinter mir ist Singapur. Wir haben uns hier auf Sentosa Island einen Strand ausgesucht und überraschenderweise ist hier kaum jemand. Also wir haben echt gedacht, da sind total viele Leute. Was geht ab? Was ist los mit dir? Nein. Alter, bin ich in der Safari oder was? Guck dir das ländlich angelegt, ne? Guck dir das mal an. Also auch reingesetzt. Wahrscheinlich. Wir holen sie heute Abend wieder ab. Ja, der Schauspieler doch bloß. Der tut doch bloß so. Na, auf jeden Fall ist das hier echt auch eine schöne Möglichkeit, weil wir jetzt in Vietnam, in unserer letzten Station nicht so viel Strand hatten, geht das hier natürlich echt gerade voll auf die Seele. Und wenn ich mich nicht täusche, ist hier sehr viel künstlich angelegt, aber das ist jetzt gerade echt egal, weil es total nice ist. Es gefällt uns echt gut. Und schwimmen darf man ja auch, ohne ausgepeitscht zu werden. Ansonsten zählt hier in Singapur folgende Regel. Kein Kaugummi kauen. Nicht überall rauchen. Und Alkohol darfst du eigentlich auch nicht so an der Straße trinken. Oder? Und noch ein paar diverse andere Regeln. Ich glaube, man darf in der Stadt auch keine Drachen steigen lassen. Finde ich sehr schade. Ich wollte nämlich eigentlich einen Drachen steigen lassen in Singapur. Bei uns im Hostel ist es so kalt, jetzt bin ich raus und die Kamera beschlägt. Ich muss das erstmal sauber machen, sonst seht ihr ja gar nichts. Ja, also Singapur ist ja bekannt auch für seine vielen bunten verschiedenen Viertel. Und ein sehr bekanntes Viertel ist die Arab Street. In Singapur leben viele ethnische Volksgruppen sehr dicht beieinander, weil es hier nicht viel Platz gibt. Und somit gibt es Moscheen, hinduistische Tempel und chinesische Tempel ganz dicht beieinander. Und hier sind wir jetzt gerade in der Arab Street und eine sehr bekannte Straße hier ist die Haji Lane. Unbedingt anschauen. Und jetzt geht's mal hier ein bisschen durch das arabische Viertel von Singapur. Hier findet ihr tolle Restaurants und auch sonst viele Sachen zum Einkaufen und zum Essen. Und man kann hier auch gemütlich chillen. Oh, you can go back in. Take it back. You can go back in. Take it back. You can't go back in. Yeah.
gerade mache, kostet 20 Singapur-Dollar Strafe. Über die Straße zu laufen, ohne Zebrastreifen, ist verboten. So, und schon sind wir in Little India. Direkt hinter der Arab Street, hinter dem arabischen Viertel, fängt schon Little India an. Und ja, man fühlt sich schon wie in Indien. Es riecht ungewöhnlich, aber lecker. Und überall laufen Inder rum. Und die Shops sehen schon sehr ähnlich aus. Gerade eben hat mich fast schon einer angefahren, was mir in ganz Südostasien nicht einmal passiert ist. Aber ja, war ein Inder am Steuer. Und hier gibt es alle Leckereien, die man sonst in Indien auch so hat. Man hat hier Curry, man hat hier Tandoori, man hat hier Masala, Paratha, ja, oh, Paneer, Pakora, alles Mögliche. Ja, alle Lieblingsgerichte sind quasi hier und man muss sich nur was aussuchen und das machen wir auch gleich mal. Ja, das war's auch schon von Little India. Ein sehr kleines, süßes Viertel, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Hier solltet ihr herkommen. Und nicht nur wegen den bunten Kühen hinter mir oder den bunten Häusern, sondern auch wegen dem Essen. Und ich suche mir jetzt was Geiles zu essen und dann geht's auch schon wieder, ja, dann treffen wir auch schon wieder die anderen. Und wir gehen dann nämlich noch ins Kunst- und Wissenschaftsmuseum. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ein bisschen Bildung, ab ins Museum. Bist du das, Franchi? Die da? Zeig mal dein Bild. Passt das überhaupt? Wow! Ich habe halt auch Angst, da runterzufallen. Ne? Ich meine, es geht schon ganz schön tief. Guck mal. Oh Gott, ist das tief. Wow. Das wird dann schon ein bisschen mulmig, oder? Boah, ist das tief, ey. Was schätzt du? Bestimmt über 100 Meter, ne? Na klar. Über Skybar. Und dann haben wir verpasst, dass wir um zum 9 wären es 35 Dollar gewesen und haben jetzt zwei Freikocktails und jetzt ab 9 Uhr sind es 45 Dollar, 10 Dollar mehr und kriegen auch nur zwei Cocktails. Aber was soll's, da war es ja noch einmal in Singapur. Ich habe jetzt bestellt einen Monster kalten Roschka. Singapur-Sabing. Da freut sich jemand. Endlich gibt es wieder Schnäppchen.
war's jetzt auch. Aus Singapur. Franchi und André sind jetzt wieder zurück. Geflogen. Aber dafür haben wir die Steffi jetzt. Als Begleitung. Wir sind jetzt nicht alleine. Genau. Auf jeden Fall war Singapur interessant, aber auch schweineteuer. Ja. Sehr modern. 3 Tage reichen, definitiv. Ja. Und sehr künstlich, ne? Aber schön. Aber schön. Toll. Beeindruckend. Gestern Abend war es. Fand ich auch mal ganz cool, ja. Sky war wirklich sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall mal machen als Zwischenstopp. Kann man machen. Kann man machen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video.